Ja, Yannick Müller, überraschend ins Tor gekommen. Erzähl mal, wie liefen jetzt die letzten Stunden oder Tage vor deiner Nominierung hier und wie hast du das Spiel gesehen? Ich war definitiv sehr aufgeregt vor dem Spiel. Ich habe selber nicht damit gerechnet. Am Montag hat Schnellen leider verletzt im Tor. Und mir war noch nicht klar bis am Montagnacht, dass ich überhaupt im Tor stehen werde. Ich war definitiv überrascht, aber ich habe mich gefreut wie Sau, weil Derby gegen Rostock und dann Pokal. Besseres Spiel kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und du warst offenbar überhaupt nicht nervös. Ich finde, du hast eine sehr große Ruhe ausgestrahlt. Oder täuscht der Eindruck? Wie sah es in dir aus? Ich glaube, ein bisschen täuscht der Eindruck. Man hat gesehen, ich habe die Latte am Anfang auseinandergenommen. Aber nach 2-3 Minuten hat es ganz aufgelegt. Wenn man ein bisschen ins Spiel reinkommt, dann ist man ganz froh, wenn das Spiel läuft. Und dann war ich da. Dann war die Nervosität auch. Du warst ja früher bei Satan Irsch in der Verbandsliga und sag mal kurz, wie ging es dann weiter und wie wohl fühlst du dich hier in Luxemburg? Ja, von Satan bin ich dann Richtung Luxemburg gegangen, aus Nähe zum Wohnort und weil es für mich angenehmer war als Student. Ich hatte hier bei UMW eigentlich immer nur gute Erlebnisse. Direkt schon von Anfang an mit Markus als Trainer, mit Daniel Schulz als jetzt den neuen Physiotrainer und Tom Herrmann, das sind tolle Typen. Ich muss Christoph Töchner vornehmen. Ist den besten Torwarttrainer, den ich kenne, den ich habe. Und ich bin ihm für alles dankbar, was er mir beigebracht hat. Und jetzt träumt man so ein bisschen vom Europapokal. Ihr habt jetzt schon besungen. Nur noch zwei Siege. Ja, nur noch zwei Siege. Wir freuen uns. Wir haben uns darauf vorbereitet. Das ist unser großes Ziel. Und ich meine, wir haben heute einen großen Schritt gemacht gegen Rostock. Das kann nur noch besser werden. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir sind eine Klasse tiefer als alle, die drin sind, glaube ich. Und man kann nur noch gewinnen. Und das haben wir vor und das wollen wir machen.